Hey Leute, wir haben unser Fachabi, könnt ihr es glauben? Ja Mann, endlich. Oh ja, ich habe mich so auf diesen Tag gefreut. Ich mich auch, endlich keine Schule mehr. Jetzt kommt der Ernst des Lebens, der wird einem seit der ersten Klasse gesagt. Ja, von wegen, die Schulzeit ist die schönste deines Lebens. Naja, die Hildegarde-Schule war schon etwas Besonderes für mich. Von allen drei Schulzeiten die beste. Wisst ihr noch, auf der Klassenfahrt in der Bäckerei, wo wir uns anschauen konnten, wie das Brot gebacken wurde und dieser Mann eine Stunde über diese Brote gelabert hat? Aber wir durften die ganze Zeit das Brot essen und mitnehmen. Manche haben ein ganzes Brot in ihre Tasche gesteckt. Leute, ich habe auch noch ein witziges Bild von uns in der Bäckerei gefunden. Ach, die Zeit war schon cool und jetzt kommt voll vieles auf uns zu. Wir werden eine Ausbildung machen und unser eigenes Geld verdienen. Ich habe mich so auf das Praktikum damals gefreut und ich war so aufgeregt. Aber wir bekommen nicht wie im Praktikum ein Taschengeld, sondern so richtig. Manche haben im FOS-Praktikum auch gar nichts verdient. Das war bestimmt hart. Das ganze Praktikum war ziemlich anstrengend. Aber auch sehr schön. Irgendwie hat doch alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe so viel lernen können und die Menschen waren mega nett. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass am Ende das Positive überwiegt. So dachte man in der 9. Klasse zum Beispiel, dass die Zeit nie umgeht. Und jetzt stehen wir hier. Die letzten Jahre gingen so schnell um. Kaum sehen wir hin und da sind wir schon 20, 30. Haha, und schwupp sind wir alt. Was danach alles auf uns zukommt. Erst einmal noch viele Partys. Aber Achtung, Corona, dass ihr euch ja nicht zu nahe kommt. Oh Mann, das nervt so. Wie gerne würde ich ein hübsches Abschlussfoto mit der ganzen Klasse machen. Oder auch einfach mal jemanden normal gratulieren und umarmen. Mensch, nicht so negativ. Wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Klar. Keine Frage. Wir hören aus dem Evangelium nach Lukas. Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen
und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der sein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Lob sei dir, Christus. Mit dem Chat, den wir eben mitverfolgen konnten, lesend und hörend, haben Ihre Mitschülerinnen versucht, einen Einblick zu geben, Gedanken wiederzugeben, die Ihnen vielleicht ähnlich so durch den Kopf gehen in dieser Zeit. Beim Blick zurück, vor allen Dingen die Erleichterung darüber, dass die Prüfungen vorbei sind, vorbei die Angst, es nicht zu schaffen, vorbei die Sorge, erwartete Leistungen nicht zu erbringen, vorbei der Kampf um Noten und eine angemessene, gerechte Anerkennung der eigenen Leistung, vorbei die Auseinandersetzung alltäglich mit ungeliebten Fächern, mit ungeliebten Lehrerinnen und Lehrern, mit ungeliebten Mitschülerinnen und Mitschülern. Frei, endlich frei von all dem. Bei dem Blick nach vorn kommt vielleicht Vorfreude auf viel freie Zeit, Zeit für Erholung, Party, Entspannung, Urlaub, geht ja schon wieder einiges. Vielleicht auch Vorfreude auf die bald beginnende Ausbildung, Vorfreude auf neue Leute, auf selbstverdientes Geld und die damit verbundene Unabhängigkeit, vielleicht auch auf eigenständiges Wohnen
in einer neuen Umgebung. Frei. Endlich frei. Aber vielleicht kommen auch neue Sorgen und neue Ängste dazu. Ist meine Ausbildungsstelle, die ich schon lange in der Tasche habe, in diesen Zeiten überhaupt noch sicher? Habe ich die richtige Berufswahl getroffen? Ist das der richtige Weg, den ich einschlage? Bin ich den Anforderungen überhaupt gewachsen, ein Studium zu beginnen oder auch eine Ausbildung zu beginnen oder ein FSJ zu machen, was auch immer Sie sich vorgenommen haben? Wo bekomme ich Unterstützung? Kann ich noch auf die alten Verbindungen zurückgreifen? Bleiben die Kontakte bestehen? Finde ich schnell genug neue Freunde, die mir Unterstützung geben können, wenn ich sie brauche? An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf das Gleichnis, das wir vorhin gehört haben. Das Gleichnis wird Ihnen vermutlich bekannt gewesen sein. Sie werden das unter dem Titel kennen, entweder das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder unter dem Titel das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Wir haben in der Vorbereitung auf den Gottesdienst eine Auslegung zu diesem Gleichnis gefunden, die einen anderen Titel trägt, nämlich das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und wir glauben, dass unter dieser Perspektive, die für uns auch neu war, sich vielleicht Beziehungen herstellen zu lassen zu der Situation, in der Sie sich jetzt nach Ihrem Abschluss befinden. Am Beispiel dieser beiden Brüder im Gleichnis glauben wir, dass sich da eine Grundhaltung gegenüber dem eigenen Leben widerspiegeln kann, die man vielleicht mit den Worten umschreiben könnte: Ich muss aus mir und aus meinem Leben etwas machen, weil nur so kann ich Anerkennung gewinnen. Die beiden Brüder versuchen das auch, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der Jüngere ist die Arbeit im Stall und auf dem Feld leid. Es zieht ihn in die Ferne und in die Stadt. Er will etwas erleben, heraus aus dem immer gleichen Alltag. Er möchte endlich selbst bestimmen können, raus aus der Abhängigkeit vom Vater, vielleicht auch aus dem Verglichenwerden mit seinem Bruder. Er will aus seinem Leben etwas Besonderes machen und auf diese Art und Weise Anerkennung finden. Zugleich zeigt sich in seinem Verhalten, alles mitnehmen zu wollen, vielleicht aber auch die Angst davor, sich an bestimmte Aufgaben oder Menschen binden zu wollen und sich dadurch in der eigenen Freiheit eingeschränkt zu fühlen. Und dann ist da der ältere Sohn. Wir erfahren nicht so viel über ihn, aber zumindest scheint er die Rolle des Älteren ganz vorbildlich zu übernehmen. Ich kann ein Lied davon singen: Ich bin zu Hause auch die Älteste von drei Kindern gewesen. Das Denken ist mir nicht fremd. Er bleibt zeitlebens zu Hause, erfüllt dort seine Pflicht, tut das, was er meint, was von ihm erwartet wird und scheint eigentlich auch damit erstmal ganz zufrieden zu sein. Wir wissen nicht, was in ihm vorging, als der jüngere Bruder sich das Erbteil auszahlen ließ und sich davonmachte. Auf in die weite Welt, Freiheit genießen, etwas erleben. Wir wissen nicht, ob er neidisch war, ob er am liebsten auch so gehandelt hätte oder ob er nicht im Grunde froh war, die Sicherheit, die Geborgenheit zu Hause zu haben, sich keine Sorgen zu machen, was zu essen und zu trinken zu bekommen. Das bleibt offen. Vielleicht traute er sich nicht. Vielleicht hätte er sich nie getraut. Vielleicht hätte er sich nicht getraut, die alten Bindungen, sich von den alten Bindungen zu lösen, sich auf Unbekanntes einzulassen, sich neu auszuprobieren und auf diese Weise vielleicht auch neu zu entdecken und weiterzuentwickeln. In ihrem Bemühen, sich
selber Anerkennung zu verdienen, scheitern letztlich beide Brüder. Dem Jüngeren, also der Jüngere gelangt an einen Punkt, an dem er glaubt, nichts mehr wert zu sein. Das zeigt sich im Gleichnis an der Stelle, wo er Schweine hüten muss, was für Juden unreine Tiere sind. Er ist also an dem absoluten Tiefpunkt angekommen. Er glaubt auch schließlich selber nicht mehr, überhaupt noch wert zu sein, von seinem Vater als Sohn angesprochen zu werden. Der Ältere hat offenbar das Gefühl, dass seine Leistung vom Vater nicht genügend gewürdigt wird. Deshalb empfindet er schließlich Neid auf seinen jüngeren Bruder, von dem er glaubt, dass er die Liebe seines Vaters eigentlich gar nicht verdient hat. Beide Söhne sind in diesem Sinne eigentlich verlorene Söhne. Für beide Söhne zeigt sich der Vater schließlich aber ganz unerwartet in seinem Verhalten. Dem jüngeren Sohn kommt er mit offenen Armen entgegen, ohne irgendwelche Erklärungen zu fordern. Auch auf den älteren Bruder geht der Vater mit offenen Armen zu. Er wendet sich ihm zu und versucht ihm deutlich zu machen, dass er ihn genauso liebt wie seinen jüngeren Sohn. Beiden Söhnen zeigt der Vater damit, dass sie sich seine Anerkennung gar nicht erst verdienen müssen, sondern dass sie diese sowieso immer schon hatten und haben, als die, die sie waren und als die, die sie sind. Diese Gewissheit zu haben, die Zusage Gottes an uns anzunehmen, ernst zu nehmen, dass er uns bedingungslos liebt, annimmt, anerkennt. Das kann uns stark machen auf unserem Weg, das kann uns frei machen, uns zu entfalten mit unseren Talenten und Gaben, die uns geschenkt sind, und auch frei machen für andere. Wir können nämlich dann frei sein von der Sorge um uns selbst, um unser eigenes Aussehen und Ansehen, um unsere eigene Anerkennung und unseren eigenen Erfolg. Stattdessen können wir frei sein für andere, Verantwortung übernehmen, uns einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt, einsetzen für die Bewahrung der Schöpfung. Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass Gottes voraussetzungslose Anerkennung und bedingungslose Liebe in Ihrem Leben immer wieder erfahrbar wird für Sie, damit Sie frei sind für sich, für ihn und für andere.
Gott will die Menschen frei. Im Vertrauen auf seine bedingungslose Liebe halten wir jetzt einen Augenblick Stille, um unsere Anliegen und Bitten vor ihn zu tragen. Ich möchte gerne frei sein von meiner Angst, gegen den Strom zu schwimmen. Damit ich frei bin, das zu tun, was recht ist. Ich möchte gern frei sein von dem Zwang, immer nur an mich selber zu denken. Damit ich frei werde, den anderen zu sehen und zu erkennen, was er braucht. Ich möchte gern frei sein von meiner Art, den bequemsten Weg zu gehen, um etwas zu erreichen. Damit ich mich mit gutem Gewissen über das Erreichte freuen kann. Ich möchte gern frei sein von der Lieblosigkeit und Intoleranz denen gegenüber, die mir nicht liegen und die ich nicht mag. Damit es mir nachher nicht leid tut, wie ich ihnen begegnet bin. Ich möchte gern frei sein von meinem Neid auf jeden, der etwas ist oder etwas hat. Damit ich zufrieden sein kann mit dem, was ich bin und was ich habe. Ich möchte gern frei sein von meiner Schuld, die mich immer wieder bedrückt. Damit ich frei bin, einen neuen Anfang zu machen. Im Vertrauen auf Gottes Zusage, dass er uns so annimmt, wie wir sind, stehen wir jetzt alle auf und beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Zum Schluss dieses Gottesdienstes bitten wir Gott um seinen Segen, der heute ganz besonders für Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, erbeten wird. Gott segne deinen Weg, die sicheren und die tastenden Schritte, die einsamen und die begleiteten, die großen und die kleinen. Gott segne dich auf deinem Weg mit Atem über die nächste Biegung hinaus, mit unermüdlicher Hoffnung, die vom Ziel singt, das sie noch nicht kennt, mit dem Mut, stehen zu bleiben und der Kraft, weiterzugehen. Gottes Segen umhülle dich auf deinem Weg wie ein bergendes Zelt. Gottes Segen nähre dich auf deinem Weg wie das Feuer in der Nacht. So geh im Segen und gesegnet bist du Segen. Wirst du Segen, bist ein Segen, wohin der Weg dich auch führt. Amen. Ich fest.
Lieber Herr Bösela, da Sie uns nicht so leicht loswerden, haben wir uns für Sie noch eine kleine Rede überlegt. Als wir am ersten Schultag erfahren haben, in welche Klasse wir kommen und wer unser Klassenlehrer oder Klassenlehrerin wird, waren wir alle sehr aufgeregt und gespannt, wie es nun mit uns weitergeht. Als Sie die Namen von uns aufgerufen haben, waren die ersten Sorgen vergangen. Sie schienen ab dem ersten Moment vertrauenswürdig und wie ein Lehrer, den man einfach nur mögen kann. Obwohl Ihr Name mit Böse anfängt, der sich schließlich auch im Bösewicht änderte. Sehr schnell merkten wir, dass die Vermutungen stimmen. Noch nie haben wir einen Lehrer kennengelernt, der mit so viel Respekt, Freude und Herzlichkeit mit den Schülern und Schülerinnen zusammengearbeitet hat. Sie haben uns gezeigt, dass es anders geht, dass Lehrer anders sein können, dass Lehrer Humor haben, Spaß verstehen und Spaß machen, dass man Lehrer wirklich mögen kann und auch, dass Lehrer einen selbst mögen können. Trotz all dem Spaß bei Ihnen im Unterricht haben wir sehr viel lernen können und Sie haben uns nie das Gefühl gegeben, etwas alleine erarbeiten zu müssen. Sie standen uns bei Problemen zur Seite, auch wenn es dann mal hieß, mach nicht dein Problem zu meinem Problem. Sie haben auch die manchmal etwas blöden Fragen beantwortet und uns nie alleine dastehen lassen. Danke dafür. Der Unterricht war immer abwechslungsreich und voller neuer, interessanter Themen. Was daran liegt, dass Sie uns die Themen anschaulich und interessant beigebracht haben. Tut mir leid. Sie sind wirklich ein Lehrer, der es drauf hat und das sagen wir nicht einfach nur so, sondern weil es so ist. Wir wollen uns für die schöne Zeit bedanken, die Zeit im Unterricht, aber auch die Zeit, die wir außerhalb der Schule verbringen durften. Die TRO-Fahrt, bei der wir uns kennenlernen und eine Gemeinschaft werden konnten, bei der man Freunde finden konnte und wieder gespürt hat, wie viel Spaß man mit ihnen haben kann. Aber auch die Berlin-Fahrt, bei der wir die Möglichkeit genutzt haben, weiter zusammenzuwachsen und extrem viel Spaß zu haben. Wir durften verschiedene Hilfeeinrichtungen für Menschen kennenlernen, ein Bierchen zusammen trinken, zusammen lachen und vieles mehr. Auch in der Schule durften wir verschiedene Arbeitsfelder kennenlernen, lernen, dass nur 10% der Einwohner in Dortmund normal sind, Spaß im Unterricht haben, zusammen lachen und auch mal weinen. Durch die Zeit an der Hildegarde-Schule und durch Sie, Herr Büssel. Haben wir die B2 herausgefunden, welcher Beruf zu uns passt oder auch nicht. Wir haben alle eine persönliche Entwicklung erlebt. Wir sind unserem Ziel einen Schritt näher gekommen, einen Schritt von der Spielwiese ins Erwachsenenalter. Sie haben uns einen Einblick in unsere mögliche Zukunft gegeben. Danke dafür. Wir sind sehr traurig, sorry, dass diese Zeit nun schon wieder vorbei ist. 2 Jahre, die wir hoffentlich niemals vergessen werden. Wir möchten uns vom ganzen Herzen für die schöne Zeit mit Ihnen als besten Klassenlehrer bedanken. Für all die Dinge, die wir erleben und kennenlernen durften. Und auch dafür, dass Sie immer hinter uns standen. Zudem wollen wir uns auch noch bei den anderen Lehrern bedanken. Vor allem bei Frau von Z. Ich hoffe, sie sieht das jetzt über den Livestream. Und bei Herrn Leuer. Auch Sie haben uns seit unserem ersten Tag an der Hildegarde-Schule begleitet. Frau von Z, der Unterricht bei Ihnen war immer sehr amüsant. Des Öfteren haben wir dann mal von der Gedichtsanalyse zu privaten Themen geswitcht. Aber die Klausur haben wir trotzdem gut abgeschnitten. Sie haben uns die Panikerklasse getauft, weil wir vor den Klausuren teilweise vor Angst doch mal in Panik geraten sind. Sie sagten immer, ach, ihr schafft das, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen. Im Endeffekt hatten Sie recht, wir haben es alle geschafft. Und hätten uns darum auch eigentlich keine Sorgen machen müssen. Sie sind eine mega coole Lehrerin mit einem großen Herz und dazu immer ein offenes Ohr. Sie haben uns immer zugehört und Tipps gegeben, worauf wir bei anderen Lehrern achten sollten. Auch wenn es bei einigen Mädels und um die Jungs aus der Nachbarklasse ging, hatten Sie immer ein offenes Ohr. Danke dafür und bleiben Sie, wie Sie sind. Wir werden Sie vermissen. Jetzt zu Ihnen, Herr Leuer. Sie sind uns allen ebenfalls sehr schnell ans Herz gewachsen. Wir möchten uns bei Ihnen für den lehrreichen Unterricht bedanken und für die tollen Momente, die wir mit Ihnen teilen durften.
Nie werden wir die Berlinfahrt vergessen, auf der sie mit einem Bierchen intus aus ihrer schüchternen Art herauskam. Die Einzelheiten bleiben natürlich innerhalb der Klasse. Ihre vertrauenswürdige Art bedeutet uns allen sehr viel, auch wenn Sie, Herr Bösler, mal was gepetzt haben. Danke, dass Sie immer hinter uns standen und an uns geglaubt haben. Mit Ihnen konnte man immer über alles reden und auch mal zusammen ein paar Späße machen. Bleiben Sie, wie Sie sind. Sie sind ein wirklich sympathischer Lehrer mit einer Vorliebe für die Stachelbeer-Baiser-Torte. Auch an Sie ein Riesendankeschön, Frau Michael. Durch Sie durften wir diese Rede heute überhaupt... Ah ja, sehr schön. Also, auch an Sie ein Riesendankeschön, Frau Michael. Durch Sie durften wir diese Rede heute überhaupt halten. Durch Ihre Mithilfe haben wir heute einen wunderschönen Abschlussgottesdienst. Sie begleiten uns zwar erst seit einem Jahr, aber auch Sie sind uns an Herz gewachsen. Mathe ist zwar nicht von uns allen das Lieblingsfach, doch Sie konnten uns den Stoff gut beibringen, vieles aufholen und uns alle durch die Prüfung schleifen. Also auch an Sie ein herzliches Dankeschön. Für die gelungenen, aber auch zur Verzweiflung und schweißtreibenden Mathestunden, die wir zusammen erleben durften, wir werden Sie sicher nie vergessen. Ein herzliches Dankeschön an alle Lehrer, mit denen wir zwei erlebnisreiche und lustige Jahre erleben durften. Wir finden es schade, sehr schade, dass unsere gemeinsame Zeit nun unter solchen Umständen endet. Doch wir hoffen sehr darauf, dass wir uns nochmal gemeinsam auf ein Verabschiedungsbierchen treffen können. Oder Ginger Ale. Wir werden Sie, liebe Lehrer und Klasse, und die Hildegarde-Schule schrecklich vermissen. Dankeschön an alle. Lieber Herr Bösler, Herr Leuer, Frau von Zett, sehe ich leider nicht, und Frau Michael, wir würden Sie gerne einmal bitten, zu uns nach vorne zu kommen. Wir haben als Klasse eine Kleinigkeit für Sie und hoffen, dass Sie sich alle freuen. Des Weiteren haben wir noch eine kleine Überraschung für unsere Klassensprecher, die uns die ganzen zwei Jahre begleitet haben. Dankeschön. Johanna. Also, dann fangen wir mal an mit Ihnen, Herr Böseler. Bitte schön, es gibt noch mehr, ist noch nicht fertig. Wollen Sie erst auspacken einmal? Oh. So viel Zeit muss sein. Ja. Nicht schlimm. Damit Sie uns auch nicht vergessen. Sehr schön. Ein Buch. Das darf, bekommt auch eine Antwort. Dann haben wir noch was für Sie, damit Sie uns auch nie vergessen im Unterricht. Nochmal. Nochmal nicht vergessen. Ihr macht Sachen, das kann ich gar nicht vergessen. Vergesst Sie schon nie. Und dann haben wir natürlich auch noch was Persönliches für Sie, damit Sie auch unsere Handschrift niemals vergessen. Dankeschön. Oh, Dankeschön.
Vielleicht ist jemand dazu bereit. Ja, kann Frau jemand Frau von Zett das Reden geben? Für Frau von Zett haben wir auch noch was. Kann das vielleicht jemand? Ja. Und jetzt natürlich für unsere Klassensprecher eine Kleinigkeit als Dankeschön. Another turning point, fork stuck in the road. Time dragged you by the wrist and wrecked you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. Something unpredictable, in the end it's right. I hope you had the time of your life. Take the photographs and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. Go through what it's worth, if it's worth all the while. Something unpredictable, in the end is right. I hope you had the time of your life. Test and don't ask why. Not a question but a lesson learned in time. Something unpredictable, in the end is right. Hope you had the time of your life. Time of your life.
Liebe Fachabiturientinnen, liebe Fachabiturienten, Sie haben es geschafft. 88 Schülerinnen und Schüler der Hildegardeschule haben in diesem Schuljahr die allgemeine Fachhochschulreife erworben. In dieser Veranstaltung sitzt nur die eine Hälfte von Ihnen, aber es ist die bessere Hälfte. Ich möchte Ihnen allen im Namen des Kollegiums herzlichen Glückwunsch sagen. Heute bekommen Sie von mir keine weiteren Lebensweisheiten, Ratschläge, Merksätze fürs Leben. Da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Wir Lehrer haben Ihnen alles vermittelt, was wir wissen. Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Es kommt in diesem Jahr ja eigentlich dazu, dass keiner dieser Merksätze gegen die Erfahrungen ankommen kann, die Sie gerade in den letzten Monaten dieses Schuljahres gemacht haben. Ihre Sorge, wann und wie die Prüfungen überhaupt durchgeführt werden können, ob Sie unter diesen schwierigen Bedingungen angemessen auf die Prüfung vorbereitet werden können, ob wir Lehrer mit der besonderen Technik, die jetzt notwendig war, klarkommen, ob Sie Ihr Passwort fürs Schulbistum wiederfinden oder vielleicht sogar ein neues bekommen können, zahllose Fragen, die Sie durcheinandergebracht haben müssen und die Vorbereitung auf die Prüfung erschwert haben. Umso dankbarer sind wir Ihnen, dass Sie so viel Geduld mit uns gezeigt haben, wenn Sie freitagsabends etwas hochgeladen haben, das samstagsmorgens immer noch nicht vom Lehrer korrigiert worden war, wenn Sie per Mail eine Frage gestellt haben, die der Lehrer im Sumpf seines E-Mail-Accounts offenbar übersehen hatte. Sie haben das alles großmütig und gelassen ertragen, akzeptiert, freundliche Mahnungen an uns geschrieben und Verständnis zum Ausdruck gebracht. Trotz dieser Pannen haben wir dann gemeinsam doch ganz gut alles hinbekommen. Sie haben die Prüfung bewältigt und uns deutlich gemacht, dass wir die Ruhe bewahren können, auch in schwierigen Situationen, denn Sie können es ja auch. Sie brauchen eigentlich jetzt keine Krise mehr fürchten. Sie haben sich in dieser schwierigen Situation bewährt, Sie haben sich nicht durcheinander bringen lassen und das Fachabitur mit großem Erfolg bewältigt. Deshalb möchte ich jetzt an dieser Stelle, wie in den letzten Jahren schon, lieber wieder den Spuren nachgehen, die Ihre Jahrgangsstufe auf Ihre unnachahmliche Art und Weise bei uns Lehrern hinterlassen hat. Ich möchte also das nochmal aufgreifen, was wir von Ihnen gelernt haben, was wir Neues erfahren haben und wie Sie uns in Erinnerung bleiben werden. Auf diesem Weg möchten wir uns auch bei Ihnen bedanken für die Bereicherung, die Sie in unser manchmal auch etwas tristes Leben als Lehrer gebracht haben. Dafür habe ich 3 Szenen aus dem Schulalltag ausgewählt, die ich Ihnen erzählen möchte. Der digitale Unterricht war ja neben den zahllosen Zoom-Konferenzen vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ständig Dateien, Präsentationen, Grafiken, Aufgaben, Bearbeitungen hin und her geschickt wurden. Dabei ging schon mal das ein oder andere Dokument im Bermuda-Dreieck des Schulbistums verloren, ohne dass die Schuldfrage, an wem es liegt, eindeutig geklärt werden konnte. Falsche Formate, falsche Ordner, falsche Mailadressen, das alles war unser tägliches Schicksal. Bemerkenswert dabei war allerdings, dass sich Lehrer und Schüler in ihrer Fehleranfälligkeit kaum unterschieden. Die alten Machtverhältnisse, der Lehrer steht oben, die Schülerinnen unten, konnte wegen der Kompetenzprobleme auf beiden Seiten nicht mehr aufrechterhalten werden. Ich konnte das an einer Stelle im Alltag beobachten, als es zu folgendem Mailaustausch kam. Ich schrieb an eine Schülerin, schicken Sie doch bitte das Fachprojekt Ihrer Gruppe als PowerPoint-Präsentation. Ich habe es nur als PDF bekommen. Sie sehen, ich war noch im alten konventionellen Rhythmus, hatte nach meiner Gewohnheit die Schülerin gesiezt und ich bekam dann folgende Antwort. Hallo Herr Bömmelburg, entschuldige, nun anbei die PowerPoint-Präsentation. Die Schülerin verfiel in ihrer Antwort in das kumpelhafte, emanzipierte Du. Sie zeigte sich darin als Vorreiterin kommender gesellschaftlicher Verhältnisse, die auf Gleichberechtigung beruhen. Schüler und Lehrer begegnen sich auf Augenhöhe. Ich war sehr gespannt, wie die Schülerin sich im Präsenzunterricht in der Schule verhalten würde. Zu meinem großen Erstaunen ging sie mir gegenüber dann doch wieder zum Sie über. Da prägt die Institution Schule doch die Umgangsformen. Aber ich möchte ihr doch zum Abschluss, nachdem diese Schulausbildung nun definitiv beendet ist, sagen, Sie haben alle Freiheiten oder je nachdem, du hast alle Freiheiten. In der zweiten Szene geht es um die Reflexion des digitalen Unterrichts. Wir hatten Ihnen Fragebögen ausgeteilt, weil wir wissen wollten, wie Sie diesen Unterricht erlebt haben, ob Sie davon profitiert und an welchen Stellen Sie möglicherweise Probleme gehabt haben. Von einer Schülerin bekamen wir dann folgende Rückmeldung. Ich fühle mich wohl in der Klasse, weil Frau XY mir immer so komische Arbeitsblätter gibt. Aber noch wohler würde ich mich fühlen, wenn ich keine Arbeitsblätter mehr kriegen würde. Schöner kann man kaum beschreiben,
was sie im besten Fall in der Schule erleben können. Sie wissen es wertzuschätzen, dass Lehrerinnen sich die Mühe machen, komische Arbeitsblätter zu erstellen. Sie finden freundliche Worte für uns, aber noch schöner, das wissen wir alle, wäre das Leben ohne Arbeitsblätter. Und Arbeitsblätter stehen, vermute ich, irgendwie stellvertretend für Schule überhaupt. Also noch schöner wäre das Leben ohne Schule. Ich habe mich ausdrücklich bei der Kollegin erkundigt. Sie sagt Ihnen definitiv und verbindlich zu, Ihnen ab jetzt keine komischen Arbeitsblätter mehr zu schicken. Sie können also zuversichtlich in die Zukunft blicken. Vor einem Jahr war ich mal in einer Ihrer Klassen, die mich in einer Krisensituation um Unterstützung gebeten hatte. Wir kamen dann im Lauf des Gesprächs auf die Frage, wodurch sich ein guter Lehrer auszeichne. Ein Schüler von Ihnen sagte mir, einen guten Lehrer erkennt man daran, dass er sich uns zuwendet. Auf Nachfrage, was er damit meinte, erklärte er, und die anderen in der Klasse unterstützten ihn darin. Es ginge ihm dabei gar nicht in erster Linie um Fachlichkeit, um Wissen oder darum, ob der Lehrer gut erklären, schöne Tafelbilder malen kann oder Ähnliches. Das alles sei natürlich auch nicht unwichtig, das war irgendwie selbstverständlich, es ist hilfreich, notwendig. Davor aber liegt aus seiner Sicht etwas ganz anderes. Er sagte mir, ob ein Lehrer sich Schülern und Schülern zuwende, das erkenne er man daran, wie er in die Klasse komme. Ein solcher Lehrer, eine solche Lehrerin bemerkt, wenn sie in die Klasse kommt, dass jemand eine neue Frisur hat. Er nimmt wahr, dass eine Schülerin an diesem Morgen andere Probleme hat als den Fachunterricht. Er schaut in die Runde, nimmt Blickkontakt auf zu Einzelnen und signalisiert, dass er sich über die Begegnung mit den Schülerinnen und Schülern in dieser Stunde freut, unabhängig davon, ob sie das Gedicht interpretieren können, die Matheaufgabe gelöst haben, Freud verstanden haben oder nicht. Okay, also Freud verstanden haben sollten Sie schon. Ich habe viel über diese 20 Minuten in dieser Klasse nachgedacht. Die Aufgabe von uns Lehrern ist ja eigentlich, ihnen was beizubringen, sie auf Prüfungen vorzubereiten, sie zu korrigieren und so weiter. Mir ist klar geworden, wie schnell wir dabei im Eifer des Gefechts und unter Zeitdruck vergessen, dass die Grundlage aller Bildungsprozesse in der Schule die Begegnung von Lehrern und Schülern ist. Und diese Begegnung beinhaltet die Zuwendung der Lehrer zum Schüler. Sie merken, ich habe sehr von diesen 20 Minuten profitiert, obwohl die Klasse ja eigentlich was von mir wollte. Ich habe auf jeden Fall eine Erkenntnis gewonnen, die mich Schule und Schüler besser verstehen lässt. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen sagen, dass ich einiges gelernt habe. Jetzt wieder zu Ihnen, liebe Fachabiturientinnen und Fachabiturienten. Begleitung und Förderung, das Mitzittern, Mitfreuen, aber auch das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. Alle diese Erfahrungen, die wir als Lehrerinnen und Lehrer mit Ihnen gemacht haben, haben uns sehr bereichert. Dafür möchten wir Ihnen bedanken. Ein Dankeschön geht aber an dieser Stelle nicht nur an Sie für die vielen Erfahrungen, die Sie uns Lehrern ermöglicht haben, sondern auch an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die Sie dabei begleitet haben. Das in der 12b1 Frau Michael und in der 12b2 Herr Böseler. Ganz herzlichen Dank für die geleistete Arbeit. Sie alle, liebe Fachabiturienten und Fachabiturienten, sind in den letzten beiden Jahren wichtige Schritte auf dem Weg zum Erwachsenwerden gegangen. Viele von Ihnen haben dabei von dem Praktikum profitiert, das Ihnen einen Weg in eine mögliche berufliche Zukunft gezeigt hat. Nutzen Sie die Freiheiten, die Sie sich in diesen Jahren erarbeitet haben, und lassen Sie sich nicht mehr von anderen vorschreiben, was Sie tun sollen. Wir trauen Ihnen zu, wir sind uns sicher, dass Sie nun für sich selbst einstehen können, dass Sie anderen gegenüber verantwortlich handeln können und dass Sie die Aufgaben, die in der Berufsbildung auf Sie zukommen werden, mit Engagement und Hingabe zur Sache bewältigen werden. Für alle diese zukünftigen Projekte wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Dem, wofür Sie eigentlich hergekommen sind, mit der Zeugnisausgabe. Wir machen das so. Es beginnt die 11b1. Sie setzen sich, wenn Sie den Namen hören, Ihren Namen oder sich da am Bild sehen. Also eins von beiden, entweder wenn Sie mehr visuell wahrnehmen, dann gucken Sie, und wenn Sie auditiv wahrnehmen, dann hören Sie. Dann setzen Sie sich bitte die Maske auf, gehen auf der Seite rum. Wenn Sie kurz vor Frau Michael sind, nehmen Sie die Maske ab.
lassen Sie sich das Zeugnis überreichen. Und dann stellen Sie sich bitte hierhin, dann macht der Herr Lambers nämlich einen Starschnitt von Ihnen. Einen Hinweis muss ich Ihnen noch geben, für alle diejenigen, die schon mit dem Absatz. Okay, wir müssen das jetzt ein bisschen vorbereiten und organisieren, dann geht's los. So, alle Kollegen sind angemessen gekleidet. Dann geht's jetzt los mit Sina Marie Ababa. Nele Ahrens. Maja Bohle. Andrea Böhnke. Elina Borkheim. Ilka Breuer. Maske ab. Maja Eierhoff. Susanna Engbers. Leonie Fichtner. Rieke Große-Inkrott. Nina Hamann. Mahi Haselhoff.
Leonie Heinke, Rieke Krützmann, Raffaela Lorbeer, Elena Pietz, Lea Sattler, Sarah Schröder, Jalin Schröder, Lena Stadtmann, Julian Stuss, Freya von Schönebeck, Theresa Walgern, Laura Topp. Dass ich Sie vergessen könnte. Hätten Sie sich noch gemeldet, Janne? So, allen Schülerinnen und Schülern der 12B1 ganz herzlichen Glückwunsch zur Fachhochschulreife. Wir bauen jetzt ein bisschen um und dann ist die 12B2 dran. Das geht auch nicht schlecht aus.
Das ist viel einfacher. So, Herr Bösler ist startklar. Dann geht's jetzt los mit Luisa Amenda. Lara Bestvater. Anna Biedermann. Lea Flaskamp. Greta Hart. Ella Haferkamp. Madeleine Holz. Moritz Ole Kamp. Johanna Kaschke. Bianca Leifert. Sophie Lütke-Hamele. Marina Menden. Zoe Lorien Michel. Branko Michalowitsch. Nina Neier. Jana Querdel. Ja.
Sache. Du bist eins zu schnell. Was gab es? Schöner, ne? Kerstin Recker. Franziska Sander. Maren Schepers. Tara Schönfeld. Manoa Seti. Pauline Starker. Lea van Dill. Berit Weber. Und Anna Wessel-Terhan. So, allen Schülerinnen und Schülern der 12B2 auch herzlichen Glückwunsch zur Fachhochschulreife. So, wir würden Sie jetzt eigentlich gerne alle zum Sekttrinken einladen. Das können wir aber nicht. Ich habe aber gehört, die 12B2 ist auf Selbstversorger umgestiegen. Also insofern müssen Sie gucken, wie Sie klarkommen. Stattdessen singen wir Ihnen aber noch ein Liedchen vor. Da wir das aber mit 20 Lehrern hier vorhin nicht live machen können, haben wir es aufgenommen und es kommt jetzt ein Film. Anschließend ist diese Veranstaltung dann hier drin zu Ende. Und wir würden draußen noch Klassenfotos von Ihnen machen in der linken Bucht der Kirche oder in der rechten Bucht der Kirche. Also könnte sich eine Klasse links und die andere rechts hinstellen. Sie erkennen sich ja wieder, sodass es nicht durcheinander gerät. Machen Sie es gut. Tschüss. Wachsen bis zum Himmel, wo du bist.
soll Hille sein, von Wahrheit reden und Wahrheit tun. Du sollst ganz sein. Wenn du Vertrauen hast in dich selber, ganz ohne Versicherung, dann bleibst du. Für immer.